Muss morgen früh arbeiten. Oh, Hitsche. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Ja. Hitsche, Zwerg-Typ schreibt ab jetzt auch Freistellungen. Hitsche kann leider nicht kommen, ja, kann die Arbeit, die Dienststätte nicht besuchen, da er zu einem dringenden Termin im Stream verabredet war. Gezeichnet Zwergus Tubus, ja. Ja. Yep. Kaiser von Wasser war das bei Crusader Kings. Nee, warte mal, ich war am Schluss war ich Herzog von Oberbayern? Nee, Quatsch, nee, das war ich nicht. Nee, von Oberfranken dann am Ende, glaube ich. Ja, stimmt, ja, das ist mit dem Kennzeichnis noch. Ja. Finde ich gut. Wann kann ich mal abholen? Da kommt Lippo als berittener Meldereiter. Ja. Und bringt's vorbei. Kannst du bei mir auch machen? 5 Uhr muss ich raus. So, die letzte eine. Ich warte jetzt nicht, bis hier endgültig leer ist. Aber wir wissen, dass es funktioniert. Der Druck hier in den ganzen Dingen nimmt ab. Das war mir wichtig zu erfahren, dass es eben auch so ist. Hier hat es nur noch 26 Grad. Das ist auch in Ordnung. Das ist okay. Cold Blue, hast du Eis dabei? Ja, einen Gürtel voll. Okay. Aber wir werden das jetzt aktuell nicht brauchen, glaube ich, weil wir haben auf 18 Grad hier hinten mittlerweile runter reduziert. Es ist nur noch in unserem Raum hier extrem ekelhaft. Okay, Koblu, wie lange brauchst du ungefähr noch, bis wir die Schmelze zünden können? Ich brauche ja ein bisschen Vorlauf auch, also wenn du dich auf den Rückweg machst, starte ich dann mal. Sag ich Bescheid. Okay. Wie dringend ist es denn? Ist nicht dringend, solange wir halt keinen Stahl haben, können wir halt manche Sachen nicht mehr nachbauen. Also das ist halt, das limitiert das quasi jetzt gerade. Ja gut, im Kühlschrank, ne? Ja, der Kühlschrank wäre ja gar nicht das Problem, denn bringt der Pazzi, glaube ich, sogar schon rüber. Was? Den Kühlschrank. Pazzi, den Kühlschrank. Soll ich rüberbringen? Du hast doch vorhin gesagt, du bringst ihn rüber. Ja, und du sollst ihn nicht rüberbringen. Ja doch. Deswegen habe ich ja keinen gebaut. Hauptsächlich hast du keinen gebaut, weil wir keinen Stahl haben. Nee, doch, ich hätte einen kleinen bauen können. Markus der Franke schickt einen Sub an Arnes im 2. Monat damit. Vielen lieben Dank. Aber ein kleiner bringt ja gar nichts. Meinst du, ein kleiner ist keiner? Nee, so was würde ich gar nicht erst mit anfangen. Also, wenn schon alles groß. Das finde ich verständlich und richtig, tatsächlich. Unterstütze dieses Vorhaben. Was fehlt uns eigentlich noch? Eine Tür brauchen wir noch nicht. Wir brauchen einen Ice Crusher da oben noch. Ist der da drin? Warte mal kurz, ich starte mal alles. So, Ice Crusher, nimm mal einen mit. Stabal, im T2 Resub im 3. Monat. Dankeschön, ey. Ey, heute wieder hohe Tiers drauf. Wahnsinn. Vielen Dank. So, jetzt nehme ich das mal mit. Und dann brauchen wir jetzt erstmal noch Folgendes. Wir brauchen hier Liquid Pipes noch ein paar. Und ich nehme mal schon mal gleich vorläufig ein bisschen Röhrchen mit. Okay. Die Röhrchen machen wir, glaube ich, für alles, was nicht, oder alles, was noch nicht verarbeitet ist, haben wir gesagt, ist ja so khaki unsere Farbe. Wo ist khaki? Ja, warum kein khaki mehr? Das kann ja wohl nicht sein. Oh, der Hype Train ist durch. Ja, mega. Jetzt wird getutet. Das haben wir geschafft. Level 5? Ja, ja. Wenn wir nicht ganz täuscht. Wir müssten den mal anpassen, tatsächlich. Weil wir
Wir erreichen fast immer Level 5 und wenn du den wenn du ihn schwieriger machst, gibt es seltenere Abzeichen-Emotes. Habe ich letztens gelesen, dass wenn du den deutlich schwieriger und komplizierter machst, dann oder schwerer zu erreichen, kriegst du viel bessere oder seltenere Emotes raus. Abfahrt, alles zusteigen! machen wir ihn auf extrem schwer. Es gibt 3 Stufen, glaube ich, soweit ich das noch im richtigen Kopf habe. Ich habe aber schon ewig nicht mehr reingeguckt. Ja, die gehen die Einstellungen aus, wenn du nicht tust. Okay. Warte mal, falsche Richtung. Ich laufe völlig falsch gerade. Das kennt man ja. So. Was diese Solaranlage an Ressourcen frisst, echt brutal. Das Rohr sollte isoliert werden, da ja da die Abgase vom Ofen durchgehen sollen irgendwann. Nein, da nimmer. Konsti, da nicht mehr. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, das wird auch so passieren. Aber da noch nicht. Ach, habe ich jetzt eine Diskette? Ich brauche jetzt eine Diskette, ne? Ja, eine Diskette hast du. Im Schrank. Und ich brauche einen E-Reader, glaube ich, dazu. Um auszulesen, auf was die Maschine eingestellt ist, wenn ich mich nicht ganz täusche. Oder muss ich das mit einer logischen Schaltung machen? Nee, das geht ja mit Laufwerk, dann brauche ich ja irgendwas E-Reader-mäßiges. Ich will bei der Sortiereinheit einstellen, was wo sortiert wird. Für den Sortierer einen Computer mit einer Sortierplatine. Hast du da nicht eine Diskette? Nee, tatsächlich nicht. Die haben ja alle verschrottet irgendwann mal. Die Disketten hast du? Boreas, am besten du schaust dir die VODs an, weil dann bist du viel schneller auf Stand. Aber brauchen wir echt einen Computer, um das weiterzubauen für Code Blue? Okay, dann bauen wir jetzt Computer. Und da kann ich die Diskette dann programmieren. Und die Diskette stopfe ich dann einfach nur noch in den Sorter ein und dann lasse ich die da drin, oder? Sortierplatine zeigt alle Sorter an. Ach so. Und eine Sortierplatine brauchen wir jetzt dafür. Silber. Silber müssen wir noch irgendwo haben, glaube ich. Da müssen wir noch sogar relativ viel haben von. Ja. Okay. Aber dann müssen die alle im selben Stromnetz sein, Hitsche. Sehe ich das richtig? Und wenn die nicht im selben Netzwerk sind, sehen sie sich quasi nicht. Das heißt, der Computer muss da stehen, wo auch die Sortieranlage ist. Das heißt, du brauchst auch im Zweifel mehrere Computer dafür. Habe ich befürchtet, nehme ich so hin. Dann kann ich aber jetzt schon mal gleich mit der Verkabelung von unserem System hier anfangen. Weil dann bringt es ja jetzt auch nichts mehr. Weil wir brauchen da eh Strom, sonst können wir da oben nicht weitermachen. Hilft ja nix, Chat. Da müssen wir jetzt alle durch, ja? Auch dieser Code Blue. Wir nehmen das jetzt hier von der Maschinenhalle, weil die ist ja letzten Endes extrem wichtig für uns.
Im Zweifel müssen wir das anders machen, irgendwie von der Verkabelung her, oder müssen wir es mal irgendwann netztechnisch trennen, aber im Augenblick reicht mir das, dass das hier durchgeht. Der Computer muss eine Verbindung zum Dataport haben, das habe ich befürchtet tatsächlich. Also der Server hängt gerade so ein bisschen nach, kann das sein? Wie ist das bei euch? Nö, ich habe keine Probleme. Okay. Ja. Ist vielleicht einfach nur bei mir gerade. Komm hier langsam durch. Ach, guck mal. Easy peasy. Schönes Ding. Gut. Hier hinten können wir zur Not noch mehr Platz schaffen, wenn wir wollten. Dann fangen wir heute an, unseren ersten Computer aufzubauen. In völliger Dunkelheit. An der Seite muss ja nichts. Wir machen das einfach mal so, dass wir ein bisschen Platz haben für das Ding. So. Schraubendreher. Ist das Ding, oder? Das ging flott. Das ging flott, Chat. Okay. Kettenlaufwerk, Diskettenlaufwerk. Wo kommt jetzt hier diese Platine rein? Muss ich dir irgendwo, muss ich dir rechts unten? Na toll. Na toll. Das muss er einem ja einmal mal sagen. Vorne rechts. Okay. Die haben den Dataport, lass mich lügen hier, oder? Oh nee, ich wünsch dir was. Hau rein. Nee, die haben gar keinen Dataport. Okay. Kurz zum Verständnis, Chat. Damit ich jetzt keinen Murks mache. Ihr wisst, wie es ist, ja? Wir machen jetzt Folgendes. Wir werden jetzt hergehen und werden jetzt... Wir nehmen hier vorne... Ich nehme jetzt quasi hier vorne einen Rucksack und lade den Rucksack in die Gürtel, die Code Blue bringt. Code Blue hat verschiedene Sachen im Gürtel, aber erstmal geht alles hier aus dem Rucksack, die Gürtel werden getrennt. Aus den Gürtel werden die Erze getrennt und jetzt sagen wir, hier muss das auch noch rausgetrennt werden. Sortiereinheit, das ist quasi die, der Gürtelspalter. Okay. Okay.
So, der Gürtelspalter, ja? Das heißt, der nimmt aus den Gürteln alles raus und soll dann eben rausgeben. So, und jetzt sagen wir hier Whitelist. Ah ja, okay, alles klar. Ey, das ist ja cool. Access Card. Kann ich dem auch eine Blacklist geben? Muss das eine Whitelist sein? Whitelist Erze. Ah, okay, dann ist die Blacklist automatisch. Aber kann man auch näher rangehen. Gaskanister. Ingot, Liquid Bottle. Alter. Ohr. Okay, wir nehmen Ohr da raus, ne? Okay. Das ist gewhitelistet. Das heißt, alles, was nicht gewhitelistet ist, geht quasi raus. Jetzt spuckt es alles aus, außer Erze. Nee, genau, er spuckt Erze aus. Und alles andere lässt es nicht durch. Das ist der Plan. Das ist quasi der Plan gerade. Das heißt, wir gehen jetzt quasi... Kann ich hier da was dazwischen klemmen oder geht das nicht? Doch, das geht. Das heißt, ich komme hier raus mit dem Codeblution Eingabesystem hier. Das müsste so sein. So, und dann kommen wir hier raus und dann müssen wir halt jetzt in die Ecken gehen. So. Jetzt habe ich keine Shoots mehr, oder? Bitte? Was? Ich hab nichts gemacht, ich hab nur Blödsinn gemacht, nur Soundkulisse gemacht. Ah, der Soundparty-Bert. Okay, ich hab den Kühlschrank mit. Ah, gut. Wo soll ich den Kühlschrank hinstellen? Links ist Erze, rechts ist der Rest. So, pass auf, das heißt, wir gehen hier raus. Wenn ich jetzt davor stehe, ist das jetzt hier alles, was Erz ist, richtig? Chat, da kommen die Erze durch, die ich jetzt gewhitelistet habe, richtig? Gut. Das heißt, wir gehen hier mit den Erzen weiter. Und das hier ist jetzt alles Schrott, was wir... Quasi in dem Fall wäre das quasi die Gürtel von Code Blue. Und die Rucksäcke. Bitte, was, Pazzi, was wolltest du sagen? Ich, Wo soll ich den Kühlschrank hinstellen? Ins Gewächshaus rein? Ja, oder? Oben rein, würde ich sagen, oder? Ja, also, solange wir doch keine Kantine haben, stellen wir da rein. Ja, später würde es dann Sinn machen, das in die Kantine zu tun, aber das machen wir dann irgendwie anders, würde ich vorschlagen. Ja. Muss noch schauen, wo ich den anschließen kann, ohne da jetzt einen Strom irgendwie zu verwirren. So, und dann gehen wir hier raus. Ja, ich hab einen Stromausfall gerade. Meine Anzuglampe ist, also das Umgebungslicht ist ausgefallen. So, das heißt, das kommt jetzt hier rein und geht hier wieder raus. Passt, super, toll. Aber ich lade mal ganz kurz meine Anzuglampe auf, das ist sonst ein bisschen nervig. Ich mag nämlich das Helmlicht überhaupt nicht. Der Dark Zwerg, ja, tatsächlich. Dark Zwerg Rises. So, ich mag dieses Umgebungslicht einfach 10-mal mehr als diese Helmlampe. Ich finde die total schwierig, weil die einen komplett einschränkt. So. Gut. Hier kommen jetzt Erze raus. Das heißt, die nächste Sortiereinheit wird sagen, was als nächstes rauskommt. Nämlich, ich will aus der Whitelist, deswegen war meine Frage vorhin mit der Blacklist, weil ich will nämlich extra was blacklisten, was aus der anderen Seite rauskommt. Kann man das auch machen? Stimmt, oder? Hier liegt ein Solarmodul rum. Interessant. Ich? Ja. Warum liegt es bei dir in Solarmodul?
Fazit, ich habe schon lange aufgehört, hier Fragen zu stellen. Wenn ich das Ding finde, denke ich mir einfach so, okay. Ich brauche welche. Willst du einen haben? Soll ich dir einen mitbringen? Ja, mit einem fange ich nicht, sondern ich brauche mindestens noch 15. Der Edelparty wieder, weißt du? Mit einem, da gebe ich mich nicht ab. Nö. Ihr wollt nie wieder Stromprobleme haben, also produziert's endlich Stahl. Ja, alles wartet auf Code Blue. Also, so halt. So, wir machen diese Einheit, heißt jetzt der Eisspalter. So, das ist der Eisspalter. Okay. Dann muss ich jetzt alles whitelisten, was durchgeht. Und der Rest... Und oh, ja, okay, alles klar. Kann man das auch so... Kann man das auch eingeben jetzt hier, wenn ich sage Copper? Nee, das geht nicht. Natürlich nicht. Okay, pass auf. Lass mich mal schnell von der Seite schauen. Da finde ich das angenehmer. Ach du Kack, alter Schwede. Ja. Okay, dann machen wir Folgendes. Dann sage ich jetzt hier, kann man das Eis sagen? Kann ich sagen, whitelisten ist Eis? Ja gut, dann kriege ich jetzt nochmal... Kriege ich jetzt zwei Sachen quasi, was gewhitelistet werden kann. Also ich kann auch mehr Sachen dadurch lassen. Ich will mal eins haben jetzt erstmal. Ach so, ich muss die einzelnen Sachen jetzt separat whitelisten, okay. Okay, also wenn ich jetzt mal hergehe und sage, ich will Oxid haben. Warte mal, ich muss mal näher rangehen. Jetzt sehe ich das einfach so schlecht. Ach du Schande. Also es ist ja sehr cool, ne? Aber es ist auch unfassbar viel, was da steht. Ich gehe jetzt mal nach ganz unten und schau mal von unten raus. Ich hoffe, ich finde es dann aber auch. Ich habe noch gar kein Gas gesehen bis jetzt. Oh, guck mal, da könnte man Reis auswählen. Ich weiß gar nicht, was das ist, Party. Koblu. Ah. Habt ihr das schon mal gesehen? Reis ist Englisch und heißt steigen. Ah, deswegen. Ich konnte mit dem Begriff nichts anfangen. Okay, Barn, jetzt kommen die ganzen... hier haben wir sie. Okay, alles klar. Also, ich nehme jetzt Eis, flüchtige Stoffe und Wasser raus. Aus dem System. Okay, alles klar, das verstehe ich. Ich finde das halt mega krass gut, ne? Also, wie du das hier einstellen kannst, ist so elementar genial. Schauen, wann das kommt. Kann man ein Ei? Ich werde verrückt. Jetzt flüchtige Stoffe. Und als letztes kommt jetzt aus dem System noch Wasser. Nein! Nicht Astroloi! Nein!
Du musst durch diese Sprache erstmal durchsteigen. Ja, du musst, ich glaube, das ist, du musst alles, du musst dich in alles irgendwie reinfuchsen, wenn das irgendwann gut können willst, ne? Okay. Kann man das auch zuklappen oder geht das nicht? Nee, das geht nicht. Okay, alles klar. Gut, das bedeutet, jetzt kommen unsere ganzen Wasseransachen. Wir kommen jetzt hier raus. Das bedeutet, wir müssen jetzt mal mit den wichtigen Dingen anfangen. Das heißt, hier kommt Wasser jetzt raus. Das heißt, wir legen das jetzt nach oben. Und alles andere an Erzen müsste ja jetzt hier rauskommen. Warte mal kurz, das müssen wir mal. Ich bin mal so gespannt, ob wir das testen können. Ich meine, wir können es noch nicht testen, bis Cold Blue da ist. Das geht noch nicht. Ja, weil das einfach. Das wird so, das dauert noch länger, bis ich das hier vollkommen fertig habe. So, wir legen das jetzt mal hier hoch. Da kommt jetzt das Wasser raus. So. Und damit das jetzt hier passt, machen wir jetzt, ist auch ganz hübsch. Ich mach das mal so. Ich habe so gleich zwei Ice Crusher gebaut. Ich brauche die zwar nicht, aber naja, ihr wisst, wie es ist. Schmeiß doch einen Brocken Eis rein. Ich habe tatsächlich noch kein Eis, kein gar nichts. Also ich habe nichts dabei. Wenn wir das hier hinbauen, ich würde das gerne hier an die Seite ranbauen, weil ich damit eigentlich später nicht mehr viel Kontakt haben will mit dem Ding. Eisenplatten, oh nein, bitte. Sag, ich habe noch Eisenplatten dabei. Man weiß ja nie. Genau, Hitsche, das machen wir. Wir werden noch mehr Sorte einbauen. Aber das machen wir weiter unten. Unten kommt dann quasi der, vor dem Ofen gibt es einen Sorter, den werden wir auch an das System anschließen. Und dieser Sorter sagt quasi, alle Erze, die durchgehen, die Richtung Schmelze laufen, sortier mir die bitte nach und sortier bitte aus diesem Ding raus, Kobalt, Kohle, Uran war es, glaube ich, ne? Oh. Dann sortieren wir das raus und dann... Und dann schauen wir mal. So, ich nehme mal die Eisenplatten ganz kurz mit. Es ist immer gut, wenn du Eisenplatten dabei hast. Und Kunststoff ist auch immer so totnervig. Wenn du irgendwo bist und dann sagt er dir, bau mal irgendwas. Und dann sagt er, ein Kunststoff fehlt. Glück haben wir schon stark. Nein. Please wait. The code blue you have called is temporary not available. Och, ich bin noch... Fällt Eis eigentlich auch unter Ohr? Elder, es hieß gestern im Streamchat, wo ich gefragt hatte, ob das nämlich so ist, weil ich nämlich genau dasselbe Problem gedanklich hatte, hieß es ja, dem ist so. Von daher, wenn einer recht hat, dann ist es der Chat. Da stellt man keine Fragen. Patsy, brauchst du jetzt dringend Stahl? Es wäre vom Vorteil, Stahl zu haben, aber... Nein, brauchst du den jetzt? Ja, nur wegen der Solarmodule wäre das gewesen. Also... Okay. Also, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier anschließen kann, aber ich probier's mal. Ich will das mal wissen, ob das geht. Wieso haben wir jetzt Stromausfall gehabt? Ich hab was angeschlossen. Ich hab was mit Strom gerade verbunden. Der Chat hat immer recht. Ach so. Nee. Außer der Chat weiß es nicht. Das wird aber eigentlich nur missverstanden. Ja, auch das. Ich lese das dann immer falsch. Ja. So ist es nämlich. Richtig zu. Ich höre einfach nicht richtig zu.
Du verstehst es nicht, Zwerg. Ich genau. Hatte eh recht, aber du verstehst es nicht. Ich verstehe es halt nicht. Was ist denn das jetzt eigentlich hier? Ausgangsverbindung, Ausgangsverbindung. Warum haben wir hier zwei Ausgangsverbindungen? Ist mir ja noch nie aufgefallen. Ach, das eine ist... Blödsinn, Chat. Natürlich. Das eine ist Gas und das andere ist Wasser. Natürlich. Ja, danke, danke. Ich weiß schon, ich habe gerade einen Hänger gehabt. Hab ich noch nie gesehen. So ein Okay. So, das geht nämlich hier nämlich nicht dran. Alles klar. So, wir machen jetzt Folgendes. Und zwar Wasser legen wir an die Seite ran. Brainlag, ja, absolut. Da war das Hirn aber gerade mal ganz AFK. Mit der Wasserleitung einfach hier lang. Soweit, bis ich halt keine Rohre mehr habe. Das ist jetzt im Prinzip die ganz stinknormale Wasserleitung, die hier durch soll, ja? Das heißt, hier der Ice Crusher verwandelt das Wasser in Wasser, also das gefrorene Wasser in Frischwasser sozusagen. Und alle anderen Gase werden quasi dann hier durch. Jetzt war die Frage, Chat. Es hieß, Oxide und Volatile sollen wir trennen, nicht, dass es im Rohrsystem explodiert. Das ist noch eine Überlegung, die wir vielleicht ändern sollten. Wasser und Eis können ja da gerne rein, aber eigentlich müsste man noch was ändern. Eigentlich müsste man einen zweiten Crusher bauen, der dann nur Oxides kriegt. Ein Wesley Crusher. Mindestens. Das wäre jetzt die Frage, brauchen wir das oder... Ich meine, hier oben ist kühl, aber das heißt nicht immer, dass es hier kühl ist, ne? Weil wir hängen, denk dran, wir sollen ja irgendwann Öfen auch noch dazu kommen. Ich würde das sicherheitshalber tatsächlich überlegen, ob wir das trennen sollen. Isorohre. Okay, da brauchen wir Stahl. Nee, Freunde, ich sag's euch, wie es ist. Ich sag's euch ganz ehrlich. Mir wird das zu heiß. Ich meine, letztendlich ist es ja gefroren, ne? Du gehst doch eh auf das eine Vorrohr. Ist also egal. Das stimmt eigentlich, ne? Am Ende des Tages gehen wir auf ein Vorrohr. Wobei, am Ende wäre es, glaube ich, doch auch wurscht, weil wenn jetzt Code Blue zum Beispiel rausgeht und Code Blue, du bringst ja eigentlich bei deiner Erdsuche entweder Wasser oder Eis, also so Oxide oder Volatiles halt mit, je nachdem, was du halt brauchst, oder? Ich bringe einfach alles mit. Also du bringst alles mit, also du mischst doch komplett durch, ne? Ja, komplett. Gut, Chat, dann brauchen wir tatsächlich ein Vakuum. Damit der Bereich hier bis zum Vorrohr, von dem wir dann rausgehen, damit wir quasi die Strecke, wo wir isolierte Rohre brauchen, um so maximal verkürzen können. Das müssten wir quasi an der Stelle dann tun, damit das Vorrohr nicht zu warm wird. Nee, Quatsch, das war eins zu viel. Ist mir schon klar, dass das jetzt gerade nicht die eleganteste Konstruktion ist, die man jemals irgendwo gesehen hat. Ich glaube nicht, dass es jemals irgendwer in Frage stellen würde. Ich glaube auch. Aber da komme ich mal unten durch, ne? Dann passt ja, dann ist mir egal. Sie kennen, glaube ich, nichts anderes mehr. Völlig gewöhnt. Ist alles nur provisorisch. Ja, wobei tatsächlich so provisorisch bauen wir gerade eigentlich gar nicht.
Also, dass wir hier ein eigenes Rohrsystem bauen, in einen Wartungsschacht, der ja gar nicht geplant war, das ist tatsächlich neu. Ich überlege gerade, ob das tatsächlich eine gute Idee ist. Weil wenn Koblu alles mitbringt und hier mal aus irgendeinem unerfindlichen Grund 32 Grad reinkommen, ja, dann sprengt uns halt dieses komplette System hoch. Vor allem, wenn du da in die Ecke irgendwo die Öfen machst, kann es ja ganz gut sein, dass sich da die Wärme gerne mal verteilt. Ja, wobei der Bereich ja komplett von den Öfen, also die Öfen werden am Schluss eingemauert. Letzten Endes geht da nur noch Rohre rein und raus, ne? Da kommst du gar nicht mehr rein. Das Problem ist, wir sind hier auf dem Server. Ja, ich weiß, dann musst du ab und zu doch rein, ja. Aber wenn am Ende du da einmal rein musst, kann es natürlich ganz schnell passieren, ne? Gut, aber du kannst dir den Bereich hier zu diesem Bereich hier komplett abtrennen. Also das kannst du ja wirklich zumachen. Also, weil letzten Endes hier müssen ja tatsächlich nur die Erze durchgeleitet werden. Und die Gase und so weiter, die haben ja damit gar nichts zu tun. Aber das Problem ist, die Gase kommen trotzdem unten aufs Vorrohr. Das heißt, die werden unten, wenn ich aus dem Schacht rausgehe, trotzdem isoliert werden müssen. Weil die müssen ja trotzdem irgendwo da unten durch. Ich habe keinen Plan, wie wir das jetzt machen sollen. Aber das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Der Zwerg muss nur die Filteranlage immer anlassen, dann sollte das gehen. Das stimmt, dann würde er sie einfach komplett rausziehen und das sofort aus dem Also letzten Endes kommt ja hier alles zusammen. Und wenn hier nichts mehr drauf ist, weil das Filtersystem auch von diesem Punkt absaugt, dann sollte ja gar nichts passieren. Es kommt ja außerdem saukalt hier an. Also nur wenn du das ewig da drin stehen lässt, ist das Problem. Gut, wir machen jetzt Folgendes, wir machen jetzt die Abfilterung von den Erz machen wir weiter hinten. Das heißt, wir gehen jetzt quasi mit dem Schachtsystem hier durch. Ja, warte mal, das könnten wir eigentlich noch weiter rechts ansetzen. Damit das nicht so im Weg ist, können wir das ja auch hier ran an die Wand bauen. Ja, theoretisch, wenn jetzt ein Cold Blue beispielsweise vorne ein Eis oder ein Erzklumpen reinschmeißen würde, dann müsste ja eigentlich das System funktionieren. Dummerweise hat Cold Blue jetzt noch nicht die Möglichkeit dazu, aber theoretisch ja. Das wäre halt schon geil, ne? Hitsche, ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Schlaf gut, hau rein. Aber bei den Shoots geht halt echt viel weg, ne? So, und wir gehen jetzt hier an der Seite runter dann. Das ist so. Die Frage ist, ob wir das heute tatsächlich noch machen sollten mit dem Stahl. Oder ob wir das einfach lieber zum nächsten Stream nochmal komplett dann richtig machen. Weil das dauert ja dann auch eine Zeit lang, das Gas wieder abkühlen zu lassen. Mir ist das tatsächlich irgendwie so ein bisschen unwohl. Aus verschiedensten Gründen. Wenn wir das jetzt auf einem Server laufen lassen und warten.
Bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, wie es meinen Mitstreitern hier geht, aber ich habe da irgendwie Bauchschmerzen mit. Ja, wenn brennt, dann brennt, sag ich immer, ne? Das ist richtig, ja. Deswegen habe ich noch mehr Angst dann. Wir könnten die Dinger eigentlich... Ja, wobei, wer schaut da... Oh nein, jetzt geht das hier nicht. Jetzt geht das nicht, weil hier an der Verbindungsstelle kannst du keinen Schacht bauen. Ist am Freitag eigentlich Softwing oder Mars? Weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Dann muss das alles hier nochmal weg. Vielleicht kommt auch was ganz Neues mal. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Mach dir doch nicht nervös, Zwerg. Weiß ich nicht. Vielleicht. Man kann das nie wissen. 3D-Druckliebe. Spelti, ich habe ein kleines Problem beim 3D-Drucker tatsächlich gerade entdeckt. Das ist sehr, sehr unangenehm sogar. Da war ein Kabeldefekt geliefert worden. Und das ist jetzt extrem ungeil, weil ohne das Kabel wird es wahrscheinlich erstmal schwierig werden zu drucken. Weil das nämlich dafür verantwortlich ist, ob der Drucker an der richtigen Stelle zurückfährt. Und wenn das nicht funktioniert, dann habe ich da eher gerade ein bisschen Bauchschmerzen, wie das funktioniert. Also wie es konkret dann geht. Nicht, dass der Drucker dann am Ende kaputt geht. Ja, weil wir wegen einem 2-Cent-Teil quasi. Das wäre halt unfassbar dämlich. Das Neue wäre auch ganz nett. Ja, finde ich auch. Ja, das ist quasi, das ist so ein 2-Pin-Stecker letzten Endes und der ist im Eimer. Das sieht man von außen schon, dass der kaputt ist. Und der macht quasi wenn der Motor dagegen kommt, macht der den Kontakt zu und dann weiß der Motor, ist am Ende angekommen. Cyborg, dankeschön für dein Prime Resub im 18. Monat. Aber ohne das Ding geht's halt nicht, ja, weil ansonsten rammt der im blödsten Fall halt immer in die gleiche Ecke und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Der Endabschalter, ja. Also der schaltet tatsächlich genau an der Achse dann quasi ab, wenn der da hingekommen ist. Und das sollte halt nach Möglichkeit schon funktionieren. So. Das Rad dann ganz grausam, ja, weil er nicht mehr weiterkommt und die Kette durchdreht. So, ganz kurz. Jetzt schauen wir mal gerade. Wir wollen ja jetzt hier sozusagen aufbohren. Ich habe keine Ahnung, was hier ist, ja. Ich weiß nur, dass hier vorne... Komm mal aus dem Berg raus. Das heißt, wenn ich jetzt hier... Wer steht da rum? Schaut aus wie Parzibert. Na, Parzi? Der Geist. Der Geist der Parzigkeit. So. Ich würde sagen, hier hinten gehen wir jetzt mit unserem Gerät rein. Die Frage ist natürlich jetzt, die sich stellt. Sollten wir... Der Druck fällt leicht, aber das ist okay. Sollten wir, wenn wir jetzt eh schon hier aufgraben, um hier unsere neuen Öfen reinzubauen... Wäre es dann eine passable Lösung für das hier, dass wir die Öfen eh nach draußen stellen? Ja, wobei, wenn wir sie nach draußen stellen, kriegen wir halt keine Abgase rein von den Öfen. Aber brauchen wir die Abgase von den Öfen tatsächlich? Vermutlich, ja. Laut, wenn man das Zappes hört, generieren die Öfen CO2, was wir ja für die das brauchen wir, brauchen. Ja, das brauchen wir fürs Gewächshaus, ne? Ja, okay.
Wir werden das weit wegbauen, ne? Also die sollen mit dem restlichen Base-System gar nichts zu tun haben. Und ganz normale Rohre, wir werden dann natürlich isolierte Rohre ab der Base brauchen, aber wir werden das vielleicht dann irgendwie doppelt absichern, dass das auf keinen Fall die Wärme in die Base reinkommen kann. Also ich glaube, das ist das Einzige, was wir effektiv machen können, um das wirklich bestmöglich abzusichern. Weil wir müssen jetzt immer weiter in den Berg reingraben, so wie ich das gerade aktuell vermute. Die Justus haben mit Legierungen. Dafür haben wir unseren anderen Schmelzofen. Es geht jetzt nur ausschließlich und einzig und allein um die Öfen. Die uns gerade scheinbar ein bisschen die Base mit Hitze fluten. Weil immer wenn die an sind, eskaliert es bei uns in der Basis. Und deswegen müssen wir die jetzt mal gerade so ein bisschen weiter außerhalb hinbauen. Wo die halt gar keinen Kontakt zu gar nichts haben. Vielleicht eine Schleuse sogar noch davor setzen. Dass wirklich da nichts reinkommen kann. Und vor allem auch nichts raus. Weil soll ja eigentlich alles abgesaugt werden, was da ist. Was wir natürlich aber auch überlegen könnten, ob wir dann hier hinten natürlich nochmal die Abgase tatsächlich durch einen Raum leiten, der ein Vakuum hat. Und da dann Kühler reinbauen. Das wäre tatsächlich eine Überlegung. Dann kommen die schon von Haus aus kalt in die Base rein. Weil sie sich in dem Raum dann halt massiv abkühlen. Wäre eine Überlegung wert. Das ist natürlich auch wieder mit enormen Bauarbeiten verbunden, die wir eigentlich jetzt so gar nicht geplant hatten ursprünglich. Wir wollten eigentlich gar keinen neuen Schmelzofen bauen. Ja, weil wenn man jetzt hergeht und sagt, das ist jetzt hier zum Beispiel der Kühlraum und dann dahinter kommt jetzt ein Durchgang, wo dann die E-Öfen kommen. Also hier kommt jetzt so ein Durchgang rein. Und da hinten kommt dann der Raum, wo die E-Öfen rein sollen. Dann wäre das eigentlich eine Maßnahme, ne? Eine Maßnahme? Eine Maßnahme, ja. Und wir machen jetzt aber auch einen relativ langen Gang, einen langen Korridor dazwischen, dass wenn da wirklich Wärme abstrahlt, dass das jetzt gar kein Stress ist. Der kühlt ja dann das ganze Vorrohr. Genau, das ist der Plan. Und damit haben wir nämlich auch gar keinen Stress mehr, was den Ice Crusher oben bei Code Blues Erzparadies angeht. Ja. Aber hier haben wir jetzt dann richtig viel Platz dafür. So, warte mal, hier ist gar... Ah, Moment, Chat. Kurzer Notfall. Schauen wir mal schnell. Sind wir innen oder außen? Es ist noch ein Raum, aber der Druck ist halt noch nicht da. Okay, damit kann ich arbeiten. Weil in dem Raum, der jetzt hier davor ist, ja, da kann ja gar kein Gas mehr rein. Da reicht ein einziger Lüfter, der Active Vent auf dieses Abgasrohr draufleitet, reicht aus, um den kompletten Bereich hier sozusagen in ein Vakuum zu bringen. Und damit können wir da alles, was da durchgeht, sowieso abkühlen. Das ist ein wunderbarer Wärmetauscherraum, weil da kommt ja kein Gas mehr nach, wie bei den Elektroöfen. Ups and the downs, my heart will never stray.